shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr die bunten Fallschirme aus dem Gegnermodus Landezone rausbekommt. Dieser ganze Glitch ist relativ einfach, es gibt nur eine einzige Stelle, die ich euch nachher nochmal genau zeige, wo es ein bisschen knifflig ist, wo ihr auf jeden Fall, ja, ich denke mal mehrere Versuche braucht. Ich selber habe auch 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis es bei mir auf jeden Fall geklappt hat. Aber super geil auf jeden Fall, wenn es dann geklappt hat. Und ich möchte mich nochmal ganz kurz bedanken für mein letztes Video. Ich habe davon schon über 300 Likes bekommen und ich finde es so geil von euch. Auf jeden Fall fettes Dankeschön. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Video. Und zwar, ihr müsst einfach nur Start drücken, Jobs Online von Rockstar erstellt und geht unter den Gegnermodus Landezone. Welche Landezone ihr euch da auswählt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ihr müsst einfach nur den Job starten. Und sobald ihr den Job dann gestartet habt, dann könnt ihr einfach noch in das Team wechseln, ja, wo ihr halt auch den Fallschirm haben wollt. Das heißt, wenn ihr ins rosane Team geht, habt ihr natürlich so einen bosshaften rosanen Fallschirm. Wenn ihr das im grünen Team macht, habt ihr halt so einen bosshaften grünen Fallschirm. Und jetzt müsst ihr das Ganze einfach nur noch starten. Und an der Stelle möchte ich noch ganz kurz 2 Leute grüßen. Und zwar ist einmal BFG und einmal Fraps, weil die haben mir den Glitch nämlich gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, die haben mir auch dabei geholfen. Erstmal fettes Dankeschön an euch zwei. Den Link zu denen findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch bei meinem Kumpel Krix vorbeischauen. Auch den habe ich mal unten in die Videobeschreibung rein verlinkt. Sind auf jeden Fall super coole Leute. So, sobald ihr den Job dann gestartet habt, müsst ihr einfach nur noch aus dem Helikopter rausspringen und euren Fallschirm öffnen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr einfach so ein bisschen in der Luft schweben oder so, wie ihr halt Bock habt. Oder ihr öffnet, wenn ihr es natürlich eilig habt, sofort euer Handy und verlässt per Handy diesen Job. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, dass ihr wirklich in der Luft seid und euer Fallschirm muss geöffnet sein. Also ihr dürft nicht unten auf dem Boden aufkommen und dann den Job verlassen, sondern das muss alles noch in der Luft passieren. Sobald ihr dann wieder in der freien Sitzung angekommen seid, ist es ganz wichtig, dass ihr keinen Fallschirm anhabt. Falls ihr in dem Moment einen Fallschirm hinten drauf auf dem Rücken habt, dann hat dieser Glitch nicht funktioniert und müsst das Ganze nochmal neu machen. Aber wenn ihr keinen Fallschirm habt, dann müsst ihr euch einfach nur einen Helikopter organisieren. Ich mache das Ganze per Pegasus, weil da weiß ich zu 100%, dass auf jeden Fall auch ein Helikopter irgendwo spawnt, den ich dazu ja verwenden kann. Ihr könnt euch auch sonst am Helipad irgendeinen klauen, das spielt auch gar keine Rolle. Ihr braucht einfach nur einen Helikopter. Theoretisch würde es auch mit dem Flugzeug funktionieren, aber ich wollte euch das nicht empfehlen, mit dem Flugzeug zu machen, weil das ist einfach zu schnell unterwegs. So. Und sobald ihr euch jetzt einen Helikopter organisiert habt, dann müsst ihr nur runter zum Strand fliegen. Dort bei dem Pier, wo auch der Vergnügungspark ist. Weil dort rechts unten seht ihr schon die komische Wasserpfütze und die brauchen wir nicht dazu. Dann springt ihr einfach nur aus dem Helikopter raus und zieht mal den Fallschirm. Und jetzt ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Landung passt, weil die muss zu 100% passen. Sonst funktioniert der ganze Glitch nicht und ihr müsst es komplett von vorne machen. Und zwar, ihr gleitet mit eurem Fallschirm so an den Eingang von dem Kanal. Dort ist es ganz wichtig, dass da, wo die Mauern anfängt, dass ihr dort ungefähr landet. Das war noch ein Stein, der euch das wahrscheinlich versauen könnte. Aber wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr so landen und dann steht der im Wasser und kurz danach geht er in den Schwimmmodus über. Das hat folgenden Grund, dass er den Fallschirm nicht auszieht, aber ihn immer noch anhat. Danach müsst ihr euer Interaktionsmenü öffnen, geht auf Stil und geht dann auf Helme und ja, switcht das, weiß ich, so 10, 20 Helme einfach durch, so 10 Sekunden oder so, switcht ihr einfach die Helme durch. Dann geht ihr hoch zu Brillen und macht dort das Gleiche. Jetzt schließt ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Start, Online Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt oder irgendwas. Und startet irgendeinen x-beliebigen Job. Ich habe das einfach mal mit dem Rennen gemacht und habe dann dieses Rennen auch gestartet. Ich habe das auch komplett solo alleine dann gemacht, diesen Schritt. Sobald der Job dann gestartet ist, müsst ihr nichts anderes mehr machen, als euer Handy zu öffnen und diesen Job verlassen. Sobald ihr dann wieder in der Lobby spawnt, seht ihr schon, dass ihr jetzt dauerhaft diesen rosanen Fallschirm anhabt. Macht jetzt bitte ja nicht den Fehler und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jetzt euer Interaktionsmenü öffnet, habt ihr diesen Glitch verkackt, weil dieser Fallschirm verschwindet dann. Deswegen öffnet ja nicht euer Interaktionsmenü, sondern sucht euch irgendein Auto oder sonst irgendwas und speichert dieses Outfit. Weil wenn ihr nämlich jetzt das Interaktionsmenü öffnet, um euch vielleicht einen Wegpunkt oder sonst zu setzen, dann habt ihr wieder den normalen Standardfallschirm und der ganze Glitch hat nicht funktioniert. So, deswegen suche ich mir jetzt einfach mal per Random, ich weiß ungefähr, wo die Bekleidungsgeschäfte sind in Los Santos und deswegen fahre ich jetzt einfach mal zum Ammonation, weil dort kann man ja auch das Outfit abspeichern. So, jetzt bin ich in der Ammonation angekommen und jetzt könnt ihr das Outfit ganz normal hier rechts, wo die ganzen Jacken hängen, könnt ihr es jetzt einfach abspeichern.
dieser Glitch hat jetzt nur einen komischen Nachteil, und zwar, wenn ihr das dann gespeichert habt, dann habt ihr auch dieses Outfit, aber wenn ihr euch das über das Interaktionsmenü wieder anziehen möchtet, dann habt ihr den Standardfallschirm. Sprich, das heißt, wenn ihr diesen rosanen Handschuh anhaben möchtet, dann müsst ihr wirklich in ein Bekleidungsgeschäft gehen oder in eurem Apartment, um dort dann per Kleiderschrank dieses Outfit auszuwählen und anzuziehen. Über das Interaktionsmenü funktioniert es leider in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, nicht, weil dann wird es immer zu einem Standardfallschirm. Also keine Angst, dieser Glitch ist da nicht gepatcht, sondern ihr müsst es einfach nur per Kleiderschrank oder Ammonation oder sowas euch das Outfit wieder anziehen, damit ihr den rosanen Fallschirm habt. So, ciao, euer Zeddy.